Schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich wollte eigentlich nicht so viel über die Vergangenheit sagen, aber zwei Dinge will ich dann doch ansprechen. Ich erinnere mich, als Lothar Bisky bei mir klingelte, auf dem Oberlimberg, so hieß das Dorf, da stand er vor der Tür, wir hatten uns eigentlich persönlich nicht kennengelernt, dann haben wir uns beschnuppert, dann haben wir uns kennengelernt, er hatte ein Anliegen, ich solle kandidieren für die PDS. Er sagte sogar, wir wollen nicht die WSG, wir wollen dich und du musst kandidieren, dann kommen wir in den Bundestag. Das war in etwa seine Vorstellung. Ich habe dann gesagt, Lothar, das ehrt mich sehr, dass ihr das so seht und dass du das so siehst, aber ich bin der Meinung, wir brauchen die WSG, wir brauchen eine Verankerung in Gewerkschaften, das ist ganz, ganz wichtig. Die haben 10.000 Mitglieder, wir brauchen die auch. Wir brauchen den Osten und brauchen den Westen, also auch WSG. Da waren wir uns dann einig, dass wir das so machen sollten. Und dann habe ich gesagt, da muss der Gregor auch noch mitmachen, denn ich wusste, dass er eben das Zugpferd im Osten war und dass auch im Westen ganz beliebt war. Also mein Dank zunächst mal an Lothar Bisky und an Gregor Gysi, dass sie mitgemacht haben, um diese Partei überhaupt aus der Taufe zu heben. Und dann will ich auch sagen, hier ganz persönlich, ich wäre nicht dazu gekommen, wenn mich nicht aus der WSG viele angesprochen hätten. Und einer hat ganz entscheidend eine Rolle gespielt, Klaus Ernst. Ohne Klaus Ernst wäre ich nicht dazu gekommen. Lieber Klaus, du hast ganz entscheidenden Anteil an dieser Geschichte. Aber so viel, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt zur Vergangenheit, aber jetzt zur Zukunft. Und ich bin froh, dass eben Volker Loesch hier gesprochen hat, denn er hat unsere Probleme angesprochen, die wir haben. Denn wir können uns auf dem nicht ausruhen, was wir erreicht haben. Wir müssen in die Zukunft blicken, müssen uns die Frage stellen, was können wir machen, um die Dinge weiter nach vorne zu bringen. Es gibt eine große Lüge, die verbreitet wird, und die hat auch Volker Loesch indirekt angesprochen, es ist die, es gäbe in Deutschland keine Wechselstimmung. Das ist eine ganz, ganz große Lüge. Es gibt eine enorme Wechselstimmung für eine andere Politik, für eine sozialere Politik, für eine Friedenspolitik. Nur diese Wechselstimmung hat derzeit keine Adresse. Das ist das große Problem, und wir müssen die Adresse für diese Wechselstimmung werden, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wir dürfen uns nicht einreden, das sei keine Wechselstimmung. Und dann ist eben die Frage, wie können wir diese Adresse werden? Und da gibt es einen ganz entscheidenden Punkt. Dieser entscheidende Punkt ist die Glaubwürdigkeit. Ich kann es nicht oft genug sagen, denn Sarah hat es angesprochen, Volker Loesch hat es angesprochen, andere haben es auch angesprochen. Die Menschen sind so unendlich oft enttäuscht worden in diesem Land. Es gab immer wieder Versprechungen vor Wahlen, die nach den Wahlen dann gebrochen worden sind. Sie sind so oft enttäuscht, dass sie auch sagen, die Linken da, die sind genauso wie die anderen. Wenn sie mal dran sind, dann machen sie dasselbe. Und das ist die große Aufgabe, die wir haben. Wir müssen glaubwürdig werden, dass die Menschen uns zuwenden. Sonst werden wir diesen Durchbruch, den wir brauchen, nicht schaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Glaubwürdigkeit ist die Münze, die wir brauchen, um irgendetwas in dieser Gesellschaft zu bewegen. Und dann brauchen wir natürlich auch etwas, was vielleicht etwas verloren gegangen ist, das ist Begeisterung. Wenn wir nicht selbst begeistert sind von unseren Ideen, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe das an anderer Stelle einmal gesagt, ich sage es hier aber genauso, wenn wir nicht selbst begeistert sind von unseren Ideen, dann können wir auch andere nicht begeistern. Wir müssen brennen für unsere Ideen, sonst kommt kein Zug in die ganze Bewegung und wir werden nicht erfolgreicher sein, als wir es bisher sind. Diese Sehnsucht nach Veränderung, die ist da. Sie ist da, egal mit wem man redet. Sie ist da in allen Schichten. Sie ist da in einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Aber diese Sehnsucht nach Veränderung wird natürlich geblockt von denen, und das sind die Mächtigen, die diese Veränderung nicht wollen. Und da so viel geredet wird über, was ist eigentlich linke Politik, ich muss also jetzt mal die Uhr ausziehen, damit ich nicht zu lange rede, was ist eigentlich linke Politik? Will ich doch eines sagen, wir dürfen das nie aus dem Auge verlieren. Linke Politik ist die Auflehnung gegen die Machtstrukturen der Gesellschaft. Und linke Politik hat ein Zentrum, das ist die Eigentumsfrage und eine Weltordnung der 85. Und eine Weltordnung, in der 85 Menschen so viel haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung, diese Weltordnung ist pervers. Und deshalb muss die Linke natürlich alles unternehmen, um diese Weltordnung immer wieder anzugreifen und sie auch immer wieder zu attackieren. Und diese Eigentumsfrage, wie gesagt, ich kann heute ja nur ganz Stichworte sagen, diese Eigentumsfrage stellt sich heute ganz neu. Wir sind gegründet worden, weil eben die Arbeiterbewegung sich dagegen aufgelehnt hat, dass
die Arbeiter enteignet worden sind, wenn es um die Früchte und die Erträge der Arbeit geht. Heute gibt es eine ganz neue Dimension. Katja Kipping hat angesprochen, die Digitalisierung, aber das ist eine große Herausforderung für linke Parteien. Warum? Weil die Enteignung des Lebens damit begonnen wird. Wir werden eben verhaltensgesteuert, ohne dass wir es überhaupt merken. Unser Privatleben wird vermarktet, es wird gewissermaßen ausgebeutet. Und diese neue Form der Enteignung, sie muss also öffentlich-rechtlich kontrolliert werden. Das ist eine neue Herausforderung, die zu der alten Herausforderung der Linken dazugekommen ist, liebe Freundinnen und Freunde. Natürlich wurde ich kritisiert, als ich damals gesagt habe, wir gehen zusammen mit der PDS. Natürlich hat man uns gesagt, ja, was wollt ihr denn mit der alten SED? Und natürlich ist das heute auch noch nicht zu Ende. Einige haben das angesprochen, Volker Lüsch hat es auch angesprochen. Das hören wir immer wieder. Aber da verlange ich auch etwas Selbstbewusstsein. Der große Fehler des Staatssozialismus war es, den Lebenden, wie es Camus formuliert hat, ins Gesicht zu schlagen, um einer zukünftigen Gerechtigkeit willen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der den Lebenden ins Gesicht geschlagen wird, um Profite zu machen. Und diese Gesellschaftsordnung, die müssen wir bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und weil das eben so immer noch wabert, will ich hier eines ganz klar sagen. Ich habe den Staatssozialismus immer kritisiert. Auch in meinem Gespräch mit Honecker habe ich ihn kritisiert. Auf der anderen Seite habe ich aber insbesondere nach dem Fall der Mauer Respekt vor Leuten gehabt, die Überzeugungen hatten und die nicht sofort alle Überzeugungen über Bord geworfen haben. Auch das will ich in dieser Frage hier einmal sagen. Ich habe Respekt vor Überzeugungen. Und wenn wir uns die Frage stellen, welche Möglichkeiten wir denn haben, ich will also, bin wirklich froh, dass Volker Lösch hier gesprochen hat, der gar nicht unsere ganzen internen, Eterna kennt, die ganzen Diskussionen, sondern einen Blick von außen bringt, dann muss ich eben aus meiner Sicht hier deutlich sagen, wir haben nun einmal eine Struktur, die besonders ist. Wir haben vier neoliberale Parteien, zu denen eine fünfte neoliberale Partei dazugekommen ist, die AfD, die eben noch den nationalistischen und rassistischen Zusatz hat. Aber wir haben fünf neoliberale Parteien und das Problem ist, dass wir uns praktisch als Linke konfrontiert sehen mit Parteien, die nur neoliberal denken und fühlen und auch neoliberale Politikkonzepte haben. Sie wollen kein gerechtes Steuersystem. Sie wollen keinen Sozialstaat der Wirklichkeit vor den Risiken des Lebens schützt. Sie sind alle, einschließlich der AfD, für Aufrüstung und sie sind alle auch für Interventionskriege. Und deswegen können wir stolz darauf sein, dass wir eine Partei sind, die den Sozialstaat verteidigt und gegen Krieg ist und für Frieden eintritt. Wir sind die einzige Partei in Deutschland, die das tut. Und ihr müsst euch doch mal vorstellen, was wäre denn, wenn es diese Linke mit all ihren Fehlern, die ich ja auch weiß und die mich manchmal auch schmerzen, wenn es sie nicht gäbe. Es gäbe keine Partei im Deutschen Bundestag, die für den Sozialstaat kämpft und es gäbe keine Partei im Deutschen Bundestag, die gegen Krieg eintritt, die gegen Waffenlieferungen eintritt und die immer wieder die Stimme erhebt, wenn die anderen in die andere Richtung ziehen. Und ich sage da noch etwas, wir werden immer wieder gefragt, seid ihr denn europäisch verlässlich? Ja, haben die überhaupt nichts verstanden? Die Politik der guten Nachbarschaft in Europa ist durch den Neoliberalismus zerstört worden, ist durch die Sozialabbaudiktate von Merkel, Schäuble und Konsorten zerstört worden. Und Schulz war mit dabei und all die anderen waren mit dabei. Wir sind nach meiner Überzeugung die europäischste Partei Deutschlands, weil wir einfach die Überzeugung haben, auch die anderen müssen Chancen haben, auch die anderen müssen leben können. Der deutsche Exportnationalismus maskiert sich als europäisch, er ist aber nichts anderes als Exportnationalismus und wir dürfen ihm nicht auf den Leim gehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ihr seht es ja aktuell, wohin das Ganze führt. She's a liar, sang eine Rockgruppe gegenüber der britischen Premierministerin. Sie ist eine Lügnerin. Aber wir haben doch auch eine Lügnerin an der Spitze unserer Republik. Das wird
Man lässt sich ja einlullen von der Jubelpresse. Nein, sie lügt schamlos in zentralen Fragen. Ich denke einmal, mit mir wird es keine Maut geben. Das ist aber eine geringere Lüge. Sie saß doch in der Bundespressekonferenz und hat erzählt, ich habe noch nie Kriege unterstützt. Warum hat sich denn die Qualitätspresse überhaupt nicht zu Wort gemeldet, um diese Lüge eben dann auch zu markieren und anzusprechen? Dann saß sie auf dem Evangelischen Kirchentag und hat gerade den Haushalt, den Verteidigungsrüstungshaushalt um 8% erhöht und setzt sich dann hin und sagt, Abrüstung bleibt auf der Tagesordnung. Und das Ganze wird doch derzeit in einem Ausmaß makaber, dass sich jeder engagierte Mensch doch empören muss. Da verhungern 23 Millionen Menschen in Afrika und die haben nichts anderes zu tun, als über Aufrüstung zu quatschen. Das ist doch ein Skandal erster Ordnung. Da muss doch jeder sich auflehnen. Und da geht dieser Bundespräsident hin und bittet Private um Spenden. Ich muss mal sagen, und dann regt sich dann, erzählt der Gabriel wieder irgendetwas. Warum können die nicht hingehen und sagen, im Bundestag einen Antrag stellen, wir kassieren diesen Aufrüstungsbeschluss und geben sofort diese Milliarde, diese gute Milliarde, die geben wir der Welternährungsorganisation, die die Infrastruktur hat, um sofort die Hungernden vor dem Tod zu bewahren. Was ist das denn für eine lahmarschige Politik, die da gemacht wird, die immer nur Anteilnahme heuchelt, aber in Wirklichkeit keine Anteilnahme hat. Und das ist die große Verwüstung, die der Neoliberalismus angerichtet hat, liebe Freundinnen und Freunde. Die große Verwüstung ist, dass er das Mitempfinden zerstört hat, dass er die Gesellschaften atomisiert hat. Und deswegen, lieber Volker Loesch, das Licht blendet mich etwas, ich sehe dies kaum, ist es völlig richtig, wir müssen wieder so etwas schaffen, wie in der atomisierten Arbeitnehmerschaft, so etwas wie Gemeinschaftsidentität herzustellen. Das ist die große Herausforderung. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, damit müssen wir bei uns selbst beginnen. Ihr kennt alle die Auseinandersetzungen, die geführt werden. Und deswegen müssen wir jetzt zumindest einmal sagen, wir wollen die Bundestagswahl so bestehen, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Das heißt, Differenzen werden jetzt zurückgestellt, alle versammeln sich hinter den Spitzenkandidaten und dann werden wir ein gutes Ergebnis erreichen. In diesem Sinne, Glück auf, liebe Freundinnen und Freunde, alles Gute für die nächste Wahl.